Hallo Lambert. Hallo Claudia. Mensch. Hallo Chat. Hallo, hallo. Ihr seht, wir sind ein bisschen flexibel heute. Weil muss man ja sein. Ist ja so angesagt jetzt. Ja, genau. Der anhaltendste Trend in der Wissenschaft. Flexibilität. Hallo Mr. Frosser, hallo Mr. Capture. So, warte mal. Hallo. Wie können wir denn jetzt, hier können wir. So, das ist der heutige Hashtag. Schon mal gesehen. Schon mal gesehen? So. Kennt ihr den? Hallo JP, der Downer ist down, ja. Ja, ja, das ist die traurige Wahrheit. Henning hat sich entschuldigt für heute. Wir müssen das mal einmal so schaffen. Ja, deswegen, wir haben aber wieder was vorbereitet. Natürlich, das lassen wir uns ja nicht nehmen. Sie sehen nicht Henning den Downer. Dafür, falsche Seite, sehen Sie Claudia. Hallo und, Claudia. Und Lambert. Genau. Ja, wir machen das Beste irgendwie draus. Wir versuchen was. Und nächstes Mal wieder mit Henning halt. Genau. Ja, wir haben heute auch nur light-hearted Themen vorbereitet. Also nichts, was einen runterzieht, glaube ich, oder? Ohne Henning, das geht so. Oh Gott. This is not how Wissenschaftsschnack works, um mal den Titel zu zitieren. Ja, leider nicht, ne? Nee. Nicht seriös vorbereitet, aber apropos seriös. Claudia, ich habe gehört, von dir ist demnächst was im Spiegel zu lesen, O-Töne, ja? Ja, Entschuldigung, okay, ne, ich nehme alles zurück. Nein, es wird da zu lesen sein, aber wait for it. Ich habe keine Ahnung, wann. Ja. Oh, okay, ja. But there will be something with me in the Spiegel. Ja, aufregend. Ja. Ah, schön. Schöne Darstellung. Ja, genau. Wobei die besten Fragen, das kann ich jetzt schon sagen, die besten Fragen so zum Thema stellt tatsächlich der, wie ist der Blog Wissenschaftskommunikation der Blog, die haben doch bei mir nachgefragt. Da gab es auch so viele Fragen, die gestellt haben. Da gab es so tolle, lustige Fragen bei. Und da gab es auch, meine Lieblingsfrage war, welches Wissenschaftsthema würden Sie total ungern kommunizieren? Ja, richtig. Ja, ja. Und ich fand es so witzig, ich hatte sofort die Antwort und habe sie aufgeschrieben und habe erst dann nachgeguckt, was die anderen da so stehen hatten. Und die haben dann da so, ja, aber Tierversuche, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Und ich so einfach, Forschung. Und ich so einfach, Chemie. So alle ChemikerInnen der Welt so drehen sich im Grab um. Oh nein. Nein. Alle deine ehemaligen ChemielehrerInnen fragen sich, was habe ich bloß falsch gemacht? So, die würde ich gerne mal wieder treffen, die Frau. Die hatte Spaß am Leben. Die mochte ich, aber ich war trotzdem schlecht. Und was hast du so gemacht die letzten Wochen? Ja, ich muss ein certain degree of flexibility zeigen, aber vor allem wegen der Schreibtisch-Sitzposition. Das war ja so die andere Hälfte dieses Scherzes bei diesen Bewegungen. Aber ich meine, gut, das ist ja eh der Alltag irgendwie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Alltag sitzen, Homeoffice. Oder bist du schon wieder im Office? Nee, das ist also, wie man vielleicht sieht an dem Kontext, dem visuellen, ist das Homeoffice noch. Und also für die Nachwelt, die das sehen wird ohne Kontext, wir haben hochsommerliche Temperaturen heuer in Deutschland und das ist, in Teilen von Deutschland. Und das ist eine besondere Qual, drin zu sitzen. Ne? Also muss man echt mal ein bisschen jammern, darf ja mal sein. Ja. Und die Veteranen unter Zuschauern wissen ja noch, ich wohne im Dachgeschoss. Und letztes Jahr musste ich doch immer mit diesem kleinen Ventilator, der steht da noch hier irgendwo, meinen Laptop kühlen, weil der heiß lief und so. Und dann haben wir doch immer der Ventilator. Da gibt es noch einen Clip auf Twitch, wo Henning vor dem Stream noch sagt, der Ventilator. Ja, also ich schwitze schon, die Hölle. Ist das da Wallace hinter Lambert? Ja, ne? J. P. Thiele hat das richtig erkannt.
Erkennt noch jemand vielleicht den Filmtitel dazu, den dazugehörigen? Dann gibt es noch einen extra nicht vorhandenen Punkt. Ich nicht. Aber kann es sein, dass da hinten sich was an der Deko geändert hat? Ja, es ändern sich immer kleine Details, um die Aufmerksamkeit aller Teilnehmenden zu testen. Die Techno-Hose. Nein, The Wrong Trousers heißt der Titel. Echt? The Wrong Trousers? Ja, also wenn ihr den Film The Wrong Trousers nicht kennt, unbedingt nachgucken. Es ist herzallerliebst. Also sage ich einfach mal. Okay. Interessant. Ja. Ja, ansonsten. Ach, guck mal, da wird hier direkt schon der Film reingeteilt. Da lässt man sich ja nicht nehmen hier. Es geht dir natürlich auch bei anderen Stores. Also man muss gar nicht zu dem fragwürdigen Amazon gehen. Just saying. Also, genau. Man kann bestimmt auch lokal shoppen. Warte, der deutsche Titel ist tatsächlich die Techno-Hose. Echt? Techno. Okay, ich nehme das zurück. Okay, da schon hatte recht. Er hatte hier die vorhin schon die richtige Auflösung. Unfasslich, die Techno-Hose. Da fragt man sich, ne, ob die Leute, die sich die Übersetzung ausgedacht haben, sich der Ironie, der Doppeldeutigkeit bewusst sind, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Aber ich bin ich hatte letzte Woche eine sehr, sehr lange, ausgiebige, ausartende Diskussion über übersetzte Filmtitel in die deutsche Sprache, die damit endete, dass wir uns über Zootopia unterhalten haben, wo man ja den Film Zootopia auf Englisch in das deutsche Zoomania übersetzt hat und damit auch die Stadt in dem Film nicht mehr Zootopia, was ja durchaus noch ein mit Opia im Deutschen ein gebräuchliches, sondern die Stadt hieß dann Zoomania und statt mit Ania am Ende, also das war die schlechteste Übersetzung ever, glaube ich, von einem Filmtitel. Aber ich lasse mich da gern korrigieren, wenn ihr noch schlechtere Übersetzungen von Filmtiteln habt. Her damit. Ja. Aber über Filme will ich mich gleich noch ausgiebig aufregen. Von daher stimmt mich das gut ein. Ja, ich kann es sein, dass wenn einer von uns drei nicht dabei ist, dass es so eine Art Komplexitätsreduktion ist bei der Frage der Reihenfolge, weil es gibt dann ja nicht mehr drei Sachen, wo man sich auf die Reihenfolge festlegen muss, sondern eigentlich noch zwei Sachen, dann gibt es zwei mögliche Reihenfolgen, oder? Ist so. Das stimmt, also wir haben eine Komplexitätsreduktion und eigentlich kann man es entweder spontan machen oder wir können jetzt noch über ein paar kleinere Themen reden. Ja. Ich habe nämlich noch ein Glanzstück der Wissenschaftskommunikation mitgebracht, falls es irgendjemand noch nicht gesehen hat. Ja. Kennst du es? Ich weiß gar nicht, ob du das kennst oder nicht. Dazu musst du es mir erst zeigen. Okay. Kennst du H. Bomber Guy? Nein, kenne ich nicht. Oh Gott, das kennst du nicht? Okay, das ist ein YouTuber, auch Twitch-Streamer natürlich. Der eigentlich schöne YouTube-Videos macht und produziert. Ich teile mal kurz seinen Twitch-Kanal hier rein. Da zockt er eigentlich immer nur so ein bisschen vor sich hin. Und der hat eine unfassbar 1,45, eine Stunde 45 lange Dokumentation über das besagte Paper herausgebracht, das Impfungen mit Autismus in Verbindung gebracht hat. Und er hat das zerpflückt und in seiner Art, wie er Videos macht, die natürlich sehr reißerisch und übertrieben und explosiv ist, aber unfassbar gut recherchiert. Ich sag dir, wenn ihr Zeit habt über eine Stunde 45 und euch darüber aufregen wollt, wie manchmal Skandale in der Wissenschaft auflaufen, kann ich euch das empfehlen. Und zwar, warte mal, ich gucke hier mal rein. Das Video ist hier von H-Bomber Guy Vaccines, A Measured Response. Und das hier wäre
der YouTube-Link. Ich kann es euch empfehlen. Es ist wirklich was zum Anschauen. Es ist halt lang. Ne? Also ich habe, das ist ein Spielfilm, den man sich dann anguckt. Dankeschön, war es super interessant, ja. Ja, total. Und wenn er irgendwie so nach dem fünften Mal sagt, das war noch nicht das Schlimmste an diesem Paper, und dann denkst du dir, nee, jetzt kann ich noch was kommen. Und dann ja, ja. Wow. Ja, also irgendwie ist es immer so ein bisschen lustig zu gucken, dass in Deutschland mit Rezo so eine ganz bestimmte Ernsthaftigkeit von diesem Genre, nicht, dass Leute das besprechen, überhaupt erst bekannt geworden ist, habe ich manchmal das Gefühl. Es hängt so ein bisschen hinterher oder so. Ne? Mhm. Das ist spannend. Und lass mich raten, das ist jetzt irgendwie der Age-Bomber-Guy, ist jetzt nicht jemand, der irgendwie eine Professur hat und mit seiner offiziellen Rolle da super Nein. bekannt wäre oder so. Nein. Ja. Er ist der Rezo des UK sozusagen. Nee. Witzig, ne? Ja. Nee. Und ich fand es auch sehr interessant, also er hat zum Schluss dann noch gesagt, so, also so eine große Dokumentation macht er nie wieder und er hat damit auch gar nicht so gerechnet und so. Und er hatte das Video mit seinen Patreons, also die Leute, die ihm so finanzieren, vorab schon mal geteilt und hat so ein bisschen, ne, Feedback zu kriegen. Und da hat er gesagt, hat sich rausgestellt, es gibt WissenschaftlerInnen, die mir zugucken. Und die hatten aber noch wertvollen Input und er war ja ganz erstaunt. Also das ist eigentlich auch gar nicht seine Zielgruppe, so quasi. Ja, also das ist, es ist also nicht so, wie wir, also es ist ganz anders, als wieso das natürlich macht, aber es ist wirklich eine andere Art, das anzugehen. Und da er selber halt nicht aus der Ecke kommt, es ist also richtig unterhaltsam und natürlich zum Weinen. Also weil die Geschichte an sich natürlich wirklich zum Weinen ist, was da passiert ist. Und ja. Mit jedem Mal, also nach 1:45 ist man dann fertig. Ist unfasslich, nicht? Wie ein so ein komisches Paper so eine starke Nachwirkung haben konnte auch. Also, ja. Und so ein schlechtes. Das ist historisch relevant. Ja, ja, klar. Total, total. Er hat es ja gelesen. Ja. Gemeint, ich habe es jetzt gelesen. Oh Gott. Ja, liest ja sonst niemand. Und ja. Wahnsinn. Ja. Absolute Empfehlung. Genau, das wollte ich auf jeden Fall vorher nochmal loswerden. Ja, nee, danke. Sehr schön, echt. Was mir noch einfällt zu diesem Ding, irgendwelche unbekannten Leute, die einfach um die Ecke kommen und coole Wissenschaftskommunikation machen. Es gab ein Paper, ich habe es nicht zur Hand, aber es ist sowieso nicht Open Access. Also wenn ich es hier posten würde, wäre es auch nur von begrenztem Interesse. Aber inhaltlich ist es interessant. Da haben Leute eine scientometrische Analyse gemacht von Beitragenden in Wikipedia. Also ich meine, es gibt ja Beitragende, ihr kennt das, wenn ihr mal eine Edit History aufgeschlagen habt oder sowas, die sich wirklich hinter nichts sagen und Pseudonym verbergen, aber eben auch nicht alle. Nicht? Also es gibt auch welche, die dann zum Beispiel auf ihrer BenutzerInnen-Seite oder so kenntlich machen, aus welchem Kontext sie kommen. So, und die Leute haben sich jetzt mal die Mühe gemacht, für ein gewisses Sample an englischsprachigen Artikeln versuchen, im großen Stil, soweit es geht, eben automatisiert, die zu mappen auf irgendeine Journal-Datenbank oder so und haben dann rausgefunden, sie stellen die Behauptung auf, da nicht Open Access, konnte ich jetzt noch nicht reinschauen, aber das ist der Abstract des Artikels behauptet das, dass sie es rausgefunden hätten, dass 10-30% aller Leute, die an einem beliebigen Thema mitgeschrieben haben, auch tatsächlich irgendwie in Academia Experten zu dem Thema sind. Und eigentlich so irre überrascht eine Zahl jetzt nicht, oder? Aber es ist dann doch wiederum interessant, es mal zu gucken, dass Leute anscheinend dann ja mal versucht haben, das zu belegen. Oder so. Ja, bei manchen Artikeln aus meinem Bereich muss ich dann auch mal mitmischen irgendwann. Also ich mache ja gerade, passend dazu, ich meine Vorlesung gerade zu Predatory Publishing, also diesen Raubverlagen und die Prüfungsleistung dabei ist, den Wikipedia-Artikel neu zu schreiben, weil ich den es gibt, furchtbar finde. Also ich persönlich finde ihn wirklich nicht gut, den deutschen. Mal gucken, ob wir dann am Ende vielleicht sogar sowas Gutes dabei rausbekommen, dass wir uns überlegen, das tatsächlich in die Wikipedia einzustellen, um das zu verbessern.
Ja, klasse Idee. Wirklich sehr schön. Das Thema hätte es verdient, besser repräsentiert zu werden. Also gerade, weil das auch wissenschaftsjournalistisch teilweise keine Glanzleistungen sind, ne, was dazu gemacht wird in Deutschland, finde ich. Ja, das machen wir auch noch. Wir gucken uns noch die schöne Dokumentation, gucken wir uns noch an und besprechen sie danach. Sehr schön. Claudia, da fällt mir ein, noch eine Frage. Und zwar seit dem letzten Forschungsstrom oder seit dem davor, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, hattest du einmal ein Format Coworking mit Claudia, wo du das ausprobiert hast, dass du so eine Art Vorlesung jetzt dann vorbereitet hast und Leute haben dir über die Schulter geschaut, richtig? Ja, das hat auch super Spaß gemacht. Ja? Also ich habe gestern durfte ich so eine kleine Best Practice Beispiel vorstellen an der TH Köln mit zwei anderen ProfessorInnen von dort zum Thema Wissenschaftskommunikation und diese kleinen vier Slides, die ich da gemacht habe, die habe ich vorbereitet, genau, hier beim Coworking und habe tatsächlich auch den Titel, ich habe einen Titel für die Folien gemacht und ich sage da so, ich habe ihn gemacht, das stimmt überhaupt nicht, ich habe einen gesucht und vorgeschlagen hat ihn dann Frau Suppenhuhn, eine von unseren FollowerInnen und da habe ich dann auch gestern, als ich das vorgestellt habe, habe ich dann zum Schluss auch gesagt, und ich habe das vorbereitet im Coworking mit anderen und der Titel ist von Frau Suppenhuhn, vielen Dank. Und genau, der Titel hieß nämlich Lasst uns offen reden und wie Wissenschaftskommunikation und Open Science miteinander einhergehen. Wie cool ist das denn? Also ja. Ich sage jetzt mal so, das ist eine neue Art von kollaborativer Autoschacht oder arbeiten auch, oder? Dass so latent Leute da sind, wie im Coworking und dann aber vielleicht auch was beitragen können. Ja. Hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Und die Leute gucken mir auch, also ich mache das ja manchmal auch auf meinem Kanal, meinem privaten, und da hatte ich neulich einen langen Stream, ich glaube, ich habe so 6 Stunden gestreamt und habe die ersten 2 Stunden ein Paper gelesen. Ich habe da stumm gesessen, habe ein Paper gelesen, manchmal haben ein paar Leute was gefragt, haben wir mal kurz unterhalten. Da haben mir irgendwie 13 Leute bei zugeguckt und als ich dann später gezockt habe, waren nur noch 5 da. Ist dann doch interessant, oder? Also, ja, mehr Paper. Was immer es ist. Ja. So, MedienforscherInnen und Medienforscher, jetzt seid ihr an der Reihe. Erforscht das, was da passiert. Gibt ihm Namen, kategorisiert es, vergleicht es mit vergleichbaren Phänomenen. Whatever, do your thing. Weil ich meine, das ist schon interessant, denke ich. Ja. Ja. Ja, das war definitiv, fand ich gestern toll, hat super Spaß gemacht. Ich habe auch natürlich dann gleich mal, also da ging es auch so ein bisschen drum, das war halt so für Leute, die noch gar nicht da eigentlich mit dabei sind und sich vielleicht fragen, sie würden gerne mit Wissenschaftskommunikation anfangen, ne? Also so ProfessorInnen, die es vielleicht noch nicht machen. Und da war auch die Frage, ja, wie steigt man denn ein? Habe ich gesagt, naja, wenn jemand mal zu Gast kommen mag. Ha! Also ist ja auch eine nette Art, seine Hochschule kennenzulernen. Vielleicht finden wir ja da mal eine Gästin oder einen Gast. Ja, ja. Es gibt hier auch Kanäle, da kann man Hunden beim Schlafen zusehen. Ja, die Focus and Study Streams während Corona definitiv. Ah, danke, J.P. Thiele. Mir war wirklich noch nicht klar, dass es ein Genre ist. Also, ja. Aber natürlich, ja klar, wie könnte es kein Genre inzwischen sein? Ist ja. Es irgendwie klar? Ja. Super interessant. Und J.P. Thiele oder generell auch, vielleicht weiß es jemand, diese Idee, dass man aus dem Passivmodus rausspringt und dann Claudia einen Vorschlag macht für den Titel, kommt das auch häufiger vor? Oder das ist doch eher die Ausnahme, schätze ich mal, oder? Oh doch, der Chat ist dort dann immer rege, glaube ich. Also auch beim Study-Streams. Mhm. Also kann natürlich auch ruhiger werden, aber die können sich natürlich unterhalten, während man vorne arbeitet. Ja, interessant. Ne? Ja. Ich möchte noch bei Hector Shaw ergänzen, der ja sagt, es gibt hier Kanäle, da kann man Hunden beim Schlafen zusehen. Kennt ihr den Otter-Kanal? Nein! Oh, doch, da ist eine Kamera. Oh, 24/7. Oh, zeig! Bitte. Moment. Ich ahne was. Du kannst den ganzen Tag den Ottern zugucken, sag ich dir. So, hier. Oh Gott, ich muss das sofort auf Pause machen. Das ist so niedlich. Also wenn ihr da jetzt alle hingeht, werden wir natürlich hier sehr traurig, aber das hier wäre, falls ihr mal 24/7 Ottern beim Leben zuschauen wollt, go for it. Dann liegen die da auf dem Rücken und schlafen und haben die Arme da oben. Ach Gott, geht einem das Herz auf.
ist gebookmarkt, wie man früher gesagt hat im Early Modern Web. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, ja, ja. So, willst du ein bisschen was erzählen oder soll ich was erzählen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt mal ernsthaft hier, genau, genau. Gibt es bei euch im Publikum da draußen an den Geräten Wünsche, wer von uns zeigen soll? Genau. Zuerst That's Not How Wissenschaft Schnack Work. Also gut. Noch ein längerer Beitrag von Jörg Bitti, so viel Zeit muss sein. Genau, und der Rest sagt, wer anfangen soll. Es kommt darauf an, aber genau. Ach, du meinst tatsächlich, es kommt darauf an, ob man sieht, woran die Person arbeitet. Okay. Die blurren den Bildschirm aus. Stimmt, du hast recht. Ja, es gibt ja auch welche, die zeigen. Ich zeige ja meinen Bildschirm. Also zumindest das, wo ich sage, hier ist nichts datenschutzrechtlich Relevantes drauf. Weil wenn ich jetzt natürlich irgendwie mich irgendwo einlogge oder so, das zeige ich nicht. Vor einer Minute haben wir hier noch an die Medienforschenden appelliert, dass sie Do Your Thing machen sollen und das kategorisieren. Und jetzt machen wir hier schon kollaborativ, fangen wir an mit der Kategorisierung. Sorry, Medienforschende, wir haben euch schon den ersten Schritt abgenommen. Aber an dieser Stelle könnt ihr jetzt wirklich übernehmen. Ne? Und zwar ganz im stillen Kämmerlein, ganz für euch alleine. Was? Nee, das soll schon live auf Twitch gestreamt werden, sonst wird das hier nichts. Okay. Oh, das kommt, siehst du, wenn wir beide klicken. Genau, genau, genau. Ja, wir haben eine super, hypermoderne Studio-Umgebung, nenne ich es mal, die aber auch extrem kollaborativ ist und wo solche Sachen passieren, ja. Es hat niemand Wünsche, wer von uns anfangen soll. Was machen wir jetzt? Münze werfen, ich habe aber keine Münze. Genau, genau. Im wirklichen Leben würden wir jetzt sagen, ja, Henning zuletzt als Downer, aber das hilft ja nichts. Ja, es hilft nichts. Das ist so ein kurioses Ding, gell? Ich gucke gerade, ob ich irgendwas zum Werfen habe. Nein. Ich hab nichts, was flippt. Leute, ihr müsst uns helfen. Hallo Corpus Divinius. Sag mal, soll Lambert anfangen oder soll ich anfangen? Ich freue mich ins Spiel, entscheide mal. Wir können uns nicht entscheiden. Manchmal hier. Das ist eine 0-1-Sache. Es ist ganz einfach. Stimmt, es ist wirklich einfach. Ja. Und es gibt keine falschen Antworten. Lambert fängt an. Ich muss aber noch warten, ob Corpus Divinus was sagt. Ansonsten fängt Lambert an. Ja, okay. Ich fange mal an. Und zwar, ich habe nur eine kleine lustige Beobachtung gemacht. Das Lustige ist, dass jetzt noch gleich die Meta-Geschichte vorab, dass Claudia und ich vorhin checken mussten, ob wir das Thema nicht schon mal behandelt hatten, weil wir waren uns beide nicht sicher. Und daran könnt ihr schon erkennen, es gibt so einen ganz bestimmten Groove hier und so naheliegende Sachen oder sowas. Und das ist so eine naheliegende Sache. Also langweilig. Nein, aber sagt uns doch mal, ob wir das Thema schon mal hatten. Okay, okay. Kollaborativ. Ja, genau. Vielleicht hatten wir es schon mal, vielleicht auch nicht. Nein, es ist nicht einfach. Normalerweise ist Handy fängt an, damit wir beide die Stimmung umheben könnt. Ah, stimmt. Ja. Okay. Ja, gut. Ja, genau. So, jetzt muss ich mal eben nachdenken. Soll ich jetzt noch irgendwelche Hinweise geben oder gebe ich einfach einen Screen frei hier bei mir? Du kannst einfach den Screen freigeben, würde ich sagen. Oder wie du magst. Also du kannst natürlich auch noch erst... So, ich versuche jetzt mal mit dem tollen Trick mit den Tabs hier. Okidoki. Diese recht langweilig aussehende Seite... Ist das jetzt zu sehen? Du musst es unten jetzt noch zum Stream hinzufügen. Ah. Okay. Yes. Ja, ich bin noch, ja. Es ist irgendwie nicht so richtig elegant. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen verbessern. Warum ist das so, wird das so komisch dargestellt? Ich glaube, weil du da hast du deinen Bildschirm oder die Anwendung freigegeben? Ich habe den Tab freigegeben. Das war es zumindest, was ich versucht habe. Ist dein Tab denn nur halb gefüllt?
Ja, er ist nur halb gefüllt. Dann musst du einfach mit, musst du zoomen, reinzoomen, oder? Ja, ja, okay, okay. Ja. Die DFG-Seite ist, jetzt nicht die responsivste. Sagen wir mal so. Das ist nett formuliert. Die gute Tante DFG. Ja. Ja, und diese Seite strömt jetzt gerade nicht so was aus von, hey, wir machen die Disruption und wir machen klare, kontroverse Ansagen gegen großen Player, oder? Müsst ihr zugeben, sie sieht nicht so aus. AWBI. AWBI. Ausschuss für wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme. Mhm. Aber weit gefehlt, sie machen eine Ansage. Es ist wirklich schön, es ist hübsch. Das Ding ist im Mai rausgekommen. Insofern stehen die Chancen gut, dass wir es noch nie erwähnt haben. wenn doch, dann ist aber auch nicht schlimm. Und zwar, wenn ihr diese Seite herunterscrollt, was ich jetzt mal eben für euch tue, findet ihr dort auf der Liste mit den Veröffentlichungen diese letzte Veröffentlichung zum Thema Datentracking in der Wissenschaft. Jetzt wechsle ich mal in den Tab. Momento. Moment, neuer Tab. Mal gucken, ob er auch den PDF-Reader in Chrome geteilt bekommt. Neuer Trick hier. Das sieht gut aus. Sieht ganz gut aus. Okay, gut. Ja, ich habe es jetzt schon mal an einer bestimmten Stelle aufgeblättert. Ich kann vielleicht dazu sagen, die DFG guckt sich dieses Thema, zu dem wir gleich ein bisschen kommen, indem wir mal ein, zwei Sätze daraus lesen, hat sich das Thema nicht ausgedacht. Das kommt nicht aus dem Nirgendwo, sondern es hat immer wieder diese Diskussion gegeben, gerade in der Open Science Community, gerade in Europa und jetzt in der letzten Zeit auch verschärft in einer kritischen Variante, dass gesagt wurde, hey, es gibt dieses Phänomen, Tracking der Nutzenden von diesen Plattformen der großen Verlage. Und da müssen wir was machen. Das kann man nicht einfach so weiterlaufen lassen. Um es mal ganz grob einzusortieren, also wir alle kennen, das ist fast zwangsläufig so, wenn man sich ein bisschen für wissenschaftliche Papers interessiert oder so, kommt man auf solche Seiten wie sciencedirect.com oder so. Selbst bei Papers, die Open Access sind, kommt man auf diese Seiten. Und woran liegt das? Das sind einfach die Websites von einer Handvoll von internationalen wissenschaftlichen Großverlagen, die sich darauf spezialisiert haben. Also ob Open Access oder nicht, man kommt darauf. Bei den Nicht-Open Access natürlich erst recht, weil da ist die einzige Version, ist auf deren, also die einzige Version, ist auf deren Website. So. Und was geschieht hier? Es sieht zunächst mal ganz trivial, es sieht ganz banal aus. Wenn ich darauf komme, klicke ich natürlich, wie das in der EU inzwischen bei nahezu jeder Website ist, die nervige Erklärung weg. Ja, ich akzeptiere die Cookies, lass mich in Ruhe oder so. Aber das ist keine so triviale Sache. Denn was da passiert, ist Folgendes. Diese Verlage haben einen enorm guten Überblick, zwangsläufig aufgrund ihrer Position eben, wer sich welche Paper anguckt. Und mehr noch, die haben auf ihrer Website zusätzliche Dienste, zum Beispiel Elsevier mit dem Tool Mendeley, was so eine Mischung ist aus Literaturverwaltung, inzwischen aber auch so ein bisschen Forschungsdatenmanagement und so allerlei anderes Nützliches. Und hier entsteht ein ganz interessanter charakteristischer Zirkel, möchte ich mal sagen, nämlich die Daten, die Elsevier erhebt, kann es nutzen, um diese Dienste immer nützlicher zu machen. Und durch diese Dienste entstehen wiederum neue Daten, die in diesen großen Datenpool von Mendeley hineingezogen werden. Und die machen das natürlich nicht nur für sich selbst, sondern treiben auch einen munteren Handel mit den Benutzerdaten. Also ich zitiere jetzt mal ganz kurz aus diesem Paper. Ich habe die entsprechende Seite, das ist schon, glaube ich, die beste Seite. Sie nennen das so ganz harmlos Informationspapier. Also sie tun jetzt gar nicht so, dass sie sagen, hey, pass mal auf, die Ansage ergeht so und so, also die DFG, ne? Sondern sie ein Informationspapier. Ne? Und ja, jetzt halte ich euch mal kurz fest. Das ist nämlich wirklich, das ist eine sehr harte Aussage hier. Die großen wissenschaftlichen Verlage verändern ihr Geschäftsmodell grundlegend mit erheblichen Auswirkungen auf die Wissenschaften. Die Aggregation und die Weiterverwendung bzw. der Weiterverkauf
von Nutzerspuren, man nennt es die DFG hier, werden relevante Aspekte der Verlagstätigkeit. Verlage verstehen sich jetzt teilweise ausdrücklich als Unternehmen für Informationsanalysen. Das Geschäftsmodell der Verlage wandelt sich damit von Content-Providern hin zu einem Data-Analytics-Business. Punkt. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Und es ist keine Übertreibung, es stimmt. Das bisherige Geschäftsmodell der Verlage hat ja eigentlich, Claudia, korrigiere mich, wenn ich übertreibe, aber es hat ja darauf beruht, dass man dieser Gatekeeper war. So, jetzt haben wir in den letzten 10 Jahren es geschafft, den Verlagen das abzuringen, dass sie, ja, sie sind teilweise immer noch diese Gatekeeper und verdienen ihr Geld damit, aber alle haben jetzt gemerkt, das läuft aus. Das ist nicht mehr die Zukunft. Wir brauchen was Neues. Und was machen sie? Sie machen genau das. Sie sammeln Daten. Und sie machen nützliche Dinge mit den Daten. So. Und das ist irgendwie, das ist hammerhart, was das bedeutet. Es hat ganz viel zu tun mit dem souveränen und freien, unzensierbaren, autonomen Umgang mit Daten in der Wissenschaft. Wirklich. Nicht weniger als das. Also sozusagen dazu in der Lage zu sein, zu verstehen, was für eine Art Dateninfrastruktur die Wissenschaft braucht, sich selbst darum kümmern zu können, sich nicht darauf verlassen zu müssen, dass Elsevier dieses exklusive Wissen hat, weil es die Nutzungsdaten hat, und abwarten zu müssen, was die an Diensten entwickeln. So, um nicht weniger geht es hier. Es ist also wirklich eine Breitseite. Es ist nicht irgendwie ein abstraktes, ah ja, Privacy. Privacy ist ja immer überall gut. Da wollen wir das natürlich auch in der Wissenschaft. Darum geht es nicht. Es geht wirklich um eine Kernfrage, nämlich die Frage, wer hat hier das Sagen? Wer kann sozusagen ganz granular anhand von Nutzungsdaten zum Beispiel rausfinden, was da gerade nötig wäre? So, und dieses Highlight wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist ja auch eine Kunst, dass man es schafft, vom einen höchst fragwürdigen Geschäftsmodell, an dem man sehr lange festhält, zu einem noch fragwürdigeren Geschäftsmodell zu wechseln. Also man hätte ja jetzt die Gelegenheit gehabt, ne, zu sagen, wir schwenken uns auf Open Access um, wir gehen auf diese Seite und machen wir Open Science mit. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Aber nein, jetzt geht es in diese Richtung. Und ja, das, also ich finde, das ist bemerkenswert. Also man muss das mal festhalten, dass das... ist halt traurig, weil das irgendwie für mich so ein bisschen bestätigt, dass ich diesen Verlagen irgendwie einfach gar kein Vertrauen zu schenken brauche. Ist ist gerade schon wieder enttäuscht worden. Hat sich total erledigt. Und die Frage ist ja auch, was wir sozusagen, also es gibt ja verschiedene Akteure jetzt so. Ein großer Akteur, die Wissenschaftscommunity als Ganzes. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Deal-Verträge abschließen, nicht? Was machen wir da eigentlich? Also wir sagen, weiß ich nicht, Wiley oder so, hier übernimm einfach für uns das Open-Access-Geschäft. Oder wir sagen als Europäer, naja gut, das ist schon weniger wir, aber die Europäische Kommission sagt, Elsevier stellt für uns einen Open-Science-Monitor auf. Betrachte für uns, was wie die Nutzung von Open-Science sich entwickelt. Das sind verrückte Handlungen, oder? Ja, ja, bitte, ja. Bitte bau uns eine freie Publikationsplattform, Elsevier. Ja, ja, ja. Und ich finde es halt, also es ist, es wird einem aber auch, dadurch, dass die ja so eine Monopolstellung in dem einen Bereich haben und automatisch dadurch auch irgendeine Monopolstellung sich erarbeitet haben, schon in dem Bereich mit den ganzen Daten, ist es super schwierig, das zu vermeiden. Also wenn man jetzt versucht, okay, ich möchte nicht, dass die wissen, an welchen Artikeln ich gerade arbeite. Das ist ja auch relevant, dass man nicht mitbekommt, in welche Richtung geht die Forschung, noch bevor die Forschenden vielleicht selber wissen, wo sie hingehen, so, ne, und wo finden sie hin. Und dass man dann versucht, die Literatur lokal abzulegen und das jetzt nicht irgendwie in Mendeley zu machen. Es geht ja auch mit freier Software, dass man alles versucht, lokal zu machen, dass man die Paper auf Scibo, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das ausspricht, abzulegen, weißt du das? Nee, habe ich mich auch ein paar Mal gefragt. Alles klar. Ich war immer zu faul, das rauszufinden. Ja. Ich sag jetzt mal Scibo, wenn ihr es anders wisst, sagt Bescheid. Und da, dann die Sachen da abzulegen, also zu versuchen zu vermeiden, dass das rauskommt. Aber Recherche läuft dann doch eben viel über, sei es jetzt Google Scholar oder die Datenbanken vor Ort.
Und da ist das Tracking einfach automatisch. Da kommt man gar nicht drum herum. Also da müsstest du schon Proxys einschalten, damit du da irgendwie rumkommst. Und das, also man kann es gar nicht vermeiden, ne? Nee, genau. Oder es ist immer graduell. Bestimmte Sachen habe ich auch das Gefühl, man kann es gar nicht vermeiden oder so. Und dann wiederum gibt es Stellen, wo, wenn wir geschickt handeln, glaube ich, als Forschungsinfrastruktur-Community, nenne ich es jetzt mal oder so, müssten wir es schaffen, bestimmte Dinge so gut zu erledigen, dass man dann eben nicht auf Mendeley zum Beispiel zugreifen muss oder so. Aber das ist tricky, nicht? Weil wir müssen dann zum Beispiel uns auch Gedanken machen über nachhaltige Geschäftsmodelle und wie können wir etwas machen, was da kompetitiv ist, ja, also genauso bequem, genauso gut und so. Und wo man die Leute dann nicht immer wieder zu sciencedirect.com zurückschickt. Ja. Sowas, was JP hier vorschlägt mit den Tracking-Subdomains, die man vielleicht über das Pi-Hole, das Henning hier ja schon mal vorgestellt hat, blocken könnte. Das Problem ist, ich hatte tatsächlich auch mit Adblockern und einigen Sachen gearbeitet an meinem Rechner. Du bekommst ja nur eine weiße Seite zum Beispiel bei sciencedirect. Also das löst dann nicht mehr auf. Also du hast dann teilweise Probleme, darauf zuzugreifen, weil die dich dann irgendwie ausschließen. Ich habe keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich nicht bei allen, aber ich habe tatsächlich festgestellt, also bei mir habe ich dann einfach keinen Zugang mehr gehabt. Und das ist dann natürlich, da muss man halt zu anderen Dingen übergehen. Ja, und ich möchte noch mal einen kleinen Teil aus dem DFG-Paper zitieren. Gucken, ob ich das, kann ich das auch als Banner, einfach als Zitat einbinden? Du kannst es entweder in den Chat posten, dann kann das einfach highlighten, ne? Ja, genau, stimmt, ja, sorry. In der Zwischenzeit kann ich sagen, dass Mr. Brosser sagt, es heißt Cybo, da die Abkürzung für Science Box ist, also Cybo. Ah, danke für die. Das klingt aber nicht so schön, Cybo. Skibo klingt besser. Naja, gut, Cybo. Gut. Jetzt nochmal ein gruseliges Zitat. Ich will es gar nicht weiter. Guckt euch das DFG-Paper an, ja? Es gibt aber drei unterschiedliche Typen. Port-Scanning sowie Verlagstrojaner. Ich meine, also das ist einfach, ich mag die Idee. Ich mag die Idee zu sagen, wir machen mal ein bisschen Selbstverteidigung, setzen uns ein Pi-Hole auf, kann man ja vielleicht auch fürs ganze Institut gleich machen oder so. Aber das Ding greift tiefer, nicht? Also die versuchen auf allen Kanälen, auf allen Ebenen, die sie haben, irgendwie an die Daten ranzukommen, nicht? Und es ist nicht ganz einfach, denke ich, ja. Wahnsinn. Ja, aber ich finde es toll, dass die DFG da so ein Papier jetzt rausgebracht hat mit so klaren Worten. Also ansonsten hat man ja manchmal das Gefühl, da wird eher so, Vorsicht, ohne Eiern rumgelaufen. Das klingt jetzt aber schon eher sehr direkt. Ich werde mir das nachher auf jeden Fall nochmal in Ruhe anschauen. Auf jeden Fall. Und Kudos an die DFG, um den Begriff nochmal aufzugreifen. Ich glaube, ja. Kudos an die DFG, dass sie selbst auch den, oder zumindest dieser Ausschuss, der DFG ist es ja jetzt auch nicht eine homogene Organisation, also, dass sie einen Zusammenhang herstellen, explizit zu den Deal-Verhandlungen. Also dieses Spannungsverhältnis fällt ihnen zumindest auf. Ja. Und an der Stelle müsste man jetzt nachsetzen und überlegen, wie man Dinge auch anders regeln könnte wahrscheinlich. Ja. Das stimmt. Also jetzt müssten dann eigentlich die Lösungen entwickelt werden. Jetzt wäre der Punkt zu sagen, okay, und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dem Problem, das wir hier vor uns haben? Und dann zu sagen, okay, dann müssen wir dazu übergehen, dass unsere Forschenden da nicht mehr publizieren, dann müssen sie da auch weniger recherchieren. Da könnte man, na gut. Da kommen die vielleicht noch hin. Ja, genau. Wer weiß. Okay, ich glaube, dass das wäre mein kleines Mitbringsel gewesen. Schön. Ja, genau. Möchtest du willst, warte mal. Ich habe nichts Ernsthaftes mitgebracht. Also, ich habe nichts Ernsthaftes dabei. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich es schaffe, hier das einzelne Fenster zu teilen und ob es dann auch noch funktioniert. Denn, passt auf, Leute. Also, ich
bin quasi, wie sage ich denn das jetzt? Ich hatte mich ein bisschen amüsiert und ein bisschen aufgeregt und habe mich so sehr, also ich habe einen kleinen Rant vorbereitet, der allerdings auch eher witzig ist. Ich habe so sehr gerantet, ich habe sogar eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Das ist, wenn es so weit kommt, das könnt ihr euch vorstellen, wenn ich sogar eine PowerPoint-Präsentation mache, um mal ein bisschen zu ranten, das ist schon, dann habe ich, da hatte ich einen wirklich schönen Nachmittag. Genau, ich bin so wütend, ich habe sogar eine PowerPoint-Präsentation gemacht. Okay, ja, so war das, genau, pass auf. Und ich habe, ich kam so ein bisschen drauf, ich habe ein bisschen Fernsehen geguckt und mich so ein bisschen verbinge-watched, man kennt das ja, und bin wieder auf viele Stellen gestoßen, wo Wissenschaft gezeigt wurde in Film und Fernsehen, wo ich da saß und dachte, heilige. Oh, das ist jetzt aber ein weites Feld, was du da aufmachst. Okay. Es ist ein weites Feld. Und dann habe ich mich daran erinnert. Ja. Claudia, lass mich raten. Es sind so Erlenmeyer-Kolben mit so einer grünlich leuchtenden Flüssigkeit, wo so ein brodelnder Dampf rauskommt. Schlimmer, noch schlimmer. Und es ist so schlimm, dass ich diese Schlimmheit in Kategorien eingeteilt habe. Und ich habe euch heute meine Top-10-Liste mitgebracht. Der Dinge in Film und Fernsehen, wo ich davor stehe und schreie, so funktioniert Wissenschaft nicht. So, das ist meine kleine PowerPoint-Präsentation zum Thema That's not how science works. Und ich kam da auch wirklich nur drauf, also ich kam da so drauf, dass man das ja mal ordentlich darstellen könnte in verschiedenen Punkten, weil ich mal ein Video gesehen hatte von einer meiner liebsten YouTuberinnen. Ich kopiere das auch mal hier rein, allerdings Triggerwarnung, es ist explizit, es geht um Sex. Wir sind ja hier ab 18, das darf man sagen. Und der Titel dieses Videos ist What Hollywood Movies Don't Teach Us About Sex. Und also da geht es dann darum, wie eben genau das so falsch dargestellt wird in Filmen. Und da dachte ich mir, wenn die das so toll aufbereiten kann zu dem Thema, dann kann ich das auch über... Das ist das, was nicht was Wissenschaft ist, was sie da zeigen. Da kann ich das auch machen. So, das war das ist eine total verrückte Verknüpfung in meinem Kopf. Aber das Video hat mich dann dazu inspiriert, diese Folien zu machen. Und da müsst ihr jetzt mit mir durch. Herrlich, ich bin sehr gespannt. Toll. Ja. Und ich hoffe, ihr habt noch Beispiele ich hoffe sehr, dass ihr Beispiele habt und viele mir vielleicht sagen können, das ist nur gefühlt, dass das immer so dargestellt wird oder so. Weißt du, ich habe ja immer noch so Hoffnung, dass ich denke, so, vielleicht übertreibst du auch. Aber es gibt halt so Tropes, also so Fallen, in die Filme immer wieder reintappen. Also immer wieder, wirklich immer wieder. Und das wäre ja auch der erste, warte mal, das mal kann ich hier, genau. Trope Nummer 1, also der Heureka-Moment. Pass auf, wenn du in diesen Film, da sitzt dann irgendjemand da, und starrt so auf eine Formel oder auf den Erlenmeyer-Kolben oder irgendwas. Und die sitzen dann da und sagen nichts. Und dann wird dann so das Gesicht gefilmt. Dann siehst du, wie so die Augen aufklaren. Sie stehen auf. Natürlich! Wie? Das ist bei mir nicht so... Wie geht denn die TH Köln? Ich verstehe das gar nicht. Das soll doch wissenschaftliche Erkenntnisse, die neu sind. Jeden Tag hörst du am anderen Ende vom Gebäude, hörst du jemanden rufen, Heureka! So, genau. Aber das ist so in Filmen für die Dramatik natürlich notwendig, ne? Aber es ist halt so, funktioniert Wissenschaft nicht. Also, ein Heureka-Moment, das würde ja nur dann passieren, wenn man nicht vorher eine Hypothese hätte, die man testet. Weißt du, also man hat ja eigentlich eine Hypothese und die will man testen. Und wenn man dann, also wie kann man dann so plötzlich einen Heureka-Moment haben? Die gibt es ja nur ganz, ganz selten. Ne? Also wenn man tatsächlich irgendwie eine neue Idee bekommt. Aber nicht, wenn man etwas in der Standardwissenschaft versucht rauszufinden und zu testen. Ja. Schöner kleiner Querhinweis von
J.P. Thiele, das stimmt, die Idee, eine andere Hypothese zu testen oder so, kommt auch nicht beim Anstarren der Formel oder sowas. Ja, J.P., genau, die kommt unter der Dusche. So. Ja. Aber das zeigen die natürlich nicht im Fernsehen, also dass da irgendwie der Forscher dann abends unter der Dusche steht und sagt, ach, das wäre ja noch was. Absolut. Kurz vorm Einschlafen für sie getestet, ja. Ja. Genau, aber dass halt irgendwie die Lösung des Weltproblems irgendwie durch einen einzelnen Heureka-Moment eines einzelnen Forschenden, der auf irgendeinen Formelstaat herausgegeben wird, das gelöst wird, nein. So. Ich glaube, wir hatten in einem zurückliegenden Forschungsstrom auch mal dieses, dass die Forschung eher klingt wie, hä, was ist das denn? Oder so. Oder ja, da genau. Muss ein Fehler sein oder so. Das stimmt aber nicht. Dieses Resultat passt nicht zu all meinen anderen Ergebnissen. Genau. Ja. Und in 99% ist es das dann ja auch, nicht? Dass man, ich habe den offensichtlichen Fehler gefunden oder so. Ja. Ach, Frau Suppenhuhn, Dusche, sag ich ja, genau. Ja. Ja. Genau, aber man findet nicht durch einen einzelnen Heureka-Moment irgendwie ein Mittel gegen irgendeine schwere Krankheit. Das ist viel harte Forschung. Es sind vielleicht viele kleine heurekaische Momentchen. Weißt du so? Ganz viele kleine, aber nicht wuhu und Problem gelöst. Und gibt es noch weitere fehlerhafte, defizitäre Darstellungen davon, wie Forschung funktioniert in Film und Fernsehen? Ja, pass auf. Mein nächster Punkt der schließt sich quasi an, weil in der Regel sitzt diese Person dann da und springt auf und sagt, ja, und dann sitzen da Forschende drumherum und die sagen, also da kommen so zwei Sätze aus dem Mund des Forschenden, der sagt, ja, wir müssen einfach nur die Buchse hier an diesen Erlenmeyer-Kolben anschließen und dann haben wir ein Heilmittel gegen Alzheimer gefunden und dann sitzen uns alle drumherum und sagen, das ist ja klar, wie logisch, dass wir da nicht drauf gekommen sind. Ich war wie von Blindheit geschlagen. Genau. Nein, wenn du in einer Arbeitsgruppe zusammen an etwas arbeitest und nein. Also einfach nein. Also entweder dann kommen alle gemeinsam irgendwie auf die Lösung oder die anderen verstehen nicht innerhalb von zwei Sätzen, wovon du gerade redest. Also ich musste meinem Doktorvater, als ich das erste Mal irgendwie eine besondere Art von Darstellung hatte, habe ich ihm die gezeigt und war voll von begeistert und dachte, da kann man viel besser sehen, wie das und das funktioniert. Und der sagte so, und dann habe ich beim nächsten Mal nochmal vorgestellt und habe gesagt, ja, dann kann man das hier so und so sehen. Dann sagte er so, Und als ich dann irgendwann mit meiner Doktorarbeit so am Ende war, dann sagte er, ja, die Darstellung zeigt das ja auch super. So. Aber dass dann alle drumherum gleich sagen, ja, natürlich, und wir müssen, und dann legen die direkt los. So, nee, du musst schon noch die anderen überzeugen, die haben noch Fragen, die widersprechen. Also, there's more to it. Ja. Also, das ist so bei mir so die zweite Sache, dass immer alle sofort verstehen, was hinter diesem Heureka-Moment steckt. Nee, man muss schon noch immer sich erklären und ein bisschen mehr und ein bisschen beweisen. Ja. Aber ich bin ja froh, also dass es immerhin in so einem Fall andere Forschende gibt. Weil das ist so meine Trope Nummer 3 oder mein Problem Nummer 3, der einsame Wolf. Das Forschende oft, ja, weißt du, was ich meine? Die werden so dargestellt, also die Einzelkämpfenden so. Die so für sich forschen und experimentieren. Die haben vielleicht mal noch einen Assistenten, so, ne? Ja, der war abgeschottet und hat immer mit seinem Assistenten zusammengearbeitet. Dass das in Wirklichkeit überhaupt null so ist, dass man eigentlich ständig in Arbeitsgruppentreffen ist, in Meetings, ganz viele Leute trifft, auf wissenschaftlichen Konferenzen umwuselt wird, das ist ja, das wird in Filmen eher selten gezeigt. Also, ja, durchaus mal Arbeitsgruppen, aber es gibt noch viel zu viel von diesem der einsame Wolf-Ding. Ich glaube, weil es so interessant ist vielleicht. Ja. Und weil es sich auch einfacher erzählen lässt und dramatisieren lässt, oder? Hat jemand von euch die HBO-Serie Tschernobyl gesehen? Eigentlich eine ganz schöne Serie, in der Forschende eine ganz schön wichtige Rolle spielen, weil es gibt dann in der Geschichte, wie Tschernobyl, also
Leuten klar wird, was eigentlich passiert ist in dem Reaktorkern oder so, spielt eine ganz kritische Rolle, also halt eine Gruppe von sowjetischen WissenschaftlerInnen, die von außerhalb kommen, ja, die aber aufgrund von Strahlungswerten merken, oh, da ist was los, und dann steigen sie ein in die Recherche und machen da was und so weiter. Und da fand ich interessant, die haben in der, zu dem Film, das ist jetzt Serie, metamäßig gesagt, okay, wir haben versucht, das ja authentisch zu machen, aber an der Stelle haben wir uns eine Freiheit erlaubt, und zwar war das ein ganzes Team, ein Netzwerk von Forschenden, die das wichtige Sachen rausgefunden haben. Und wir haben es in der Serie so dargestellt, als wären es zwei Leute. Weil es ist natürlich total viel einfacher, immer so, ne? Weil du erkennst die Gesichter wieder und dann hast du deren Interaktion und so. Darzustellen, dass in Wirklichkeit ein ganzes Netzwerk von Forschenden nötig war, um das zu kapieren, was da los war, ne? Es ist einfach nicht geeignet für eine Serie. Ja, absolut. Und wenn, also ist es dann aber auch immer so, da muss ich jetzt so an Independence Day oder sowas denken, da gibt es dann so eine Horde Forschender, das sind aber alles gesichtslose irgendwas. Und aber dieser eine, der ruled eigentlich das ganze Ding. So, weißt du, der redet gar nicht mit den anderen und kommt da rein und stöpselt irgendwie eine Sache um und schon läuft alles. So, ne? Und also dieser heroische Entdecker ist im Zweifelsfall auch männlich gegendert, ne? Also das ist, muss man ja auch sagen, nicht? Dass die langweilige, unsichtbare Arbeit, die ist irgendwie erledigt worden, aber dann kommt natürlich der Held und so. Also ich meine, es ist nicht zwangsläufig so, aber ich glaube, es ist oft so. Also, ja, dieses, ja, es muss ja auch nie was bewiesen werden. Man macht immer einfach so. Ja, genau. Also das ist tatsächlich so dieses, dass dann dieser eine Forschende kommt und der dann irgendwie die Lösung mit sich bringt, das ist für mich auch so ein eindeutiges Beispiel für Nummer 4. Ach, warte mal, es muss immer ein Posterboy vom Typ Malcolm sein. Jurassic Park ist die Referenz hier, oder? Genau, aber dann kommt genau Nummer 4, die Besten der Besten. Also wenn Forschende gezeigt werden, dann sind das aber auch die Überfliegenden. Die finden die Weltlösung, die Weltformel, die kriegen den Nobelpreis, die finden das Mittel gegen Krebs. Also wisst ihr, wie viele Forschende ihr ganzes Leben mit Forschung verbringen und keine Preise gewinnen und nie ein Heilmittel gegen irgendeine Krankheit finden und keinen übermäßigen Durchbruch erlangen oder vielleicht nur einen kleinen und eher so für den total wichtigen, inkrementellen Fortschritt und die Erweiterung des Wissens da sind. Aber die werden nie gezeigt. Und die haben, wenn sie vom Mittagessen zurückkommen, haben die so einen Ketchup-Fleck auf dem Hemd und sie haben leicht anstehen. Und so. Aber sie, aber trotzdem leisten diese Leute einen Beitrag, nicht? Also es ist nicht diese elitäre Veranstaltung, als sie es dargestellt oder auch ausgemacht. Es ist eine Teamleistung, wo jede Person Kleinigkeiten beiträgt und manchmal wirklich, also diese große Menge an Forschenden, die nie irgendwie die eine Durchbruchsache haben, da fühlt man sich doch nicht repräsentiert. Das ist, ne? Also das ist so. Man zeigt immer nur die Tollsten der Tollen in diesen Filmen und die werden da vorgestellt als so arbeiten Forschende. Nein, und so sind Forschende. Nein, es gibt uns auch, wenn wir einfach vor uns hinforschen und für uns hinarbeiten und immer mit jedem Paper vielleicht einen kleinen neuen Beitrag leisten, ne? Also immer einen Schritt weitergehen. Noch eine Überlegung dazu. Ich erinnere mich, dass Sie uns im Studium wie die Max-Planck-Gesellschaft funktioniert, vorgestellt haben als nach dem Harnack-Prinzip, wo in der Kaiserzeit wohl, ich kenne mich in der Wissenschaftsgeschichte nicht gut genug aus, das ist jetzt wirklich hören sagen, müsste man nochmal nachrecherchieren, aber in der Kaiserzeit habe sich in Deutschland so ein Prinzip etabliert, dass man sagt, okay, man macht so eine Bestenauslese und die Allerbesten, die zufälligerweise immer alles Männer waren oder so, die sind wie Fürsten oder so, die bekommen dann ihr Institut, eigenes Gebäude, eigene Leute, treffen alle Entscheidungen und zwar so lange, wie sie leben. Also wirklich wie ein Fürst, ja. Und auf den ersten Blick, nicht, könnte man ja meinen,
dass da was dran ist. Aber das ist genau, glaube ich, die wissenschaftspolitische Entsprechung zu die Besten der Besten. Ja. Das ist auf so vielfältige Weise schwierig. Und ich glaube, inzwischen gibt es auch Forschung, auch da müsste ich nochmal nachrecherchieren. Ich glaube, es ist inzwischen ganz gut belegt, dass dieses vielbeschworene Gießkannenprinzip, dass man so viel durchschnittliche Forschung finanziert und sich so viele kleine Hochschulen gönnt, dass in Wirklichkeit das dasjenige ist, was zu den interessanten Entdeckungen führt. Ja? Weil wenn du die Gießkanne machst, bedeutet das eben, dass auch viele Leute sozusagen den Beruf Forschung wählen können und den Kopf frei haben und dann vielleicht auf eine gute Sache kommen, gemeinsam. Ne? Ja, ja. Oder? Ja, ja. Das finde ich eine schöne Überlegung. Den Kommentar von Hebda Schorn finde ich auch nochmal schön, ne? Also auf dem Paper von Drosten, genau, da ist er gar nicht Erstautor. Ich habe auch mir auch immer Mühe gegeben, dazu zu schreiben oder zu sagen, wenn ich drüber rede, von der Arbeitsgruppe um Christian Drosten, weil das ja eigentlich von Jones als Erstautorin ist. Ja, genau, aber man nimmt halt natürlich gerne nach vorne den großen Namen, ne? Absolut. Ja. Und JP hat natürlich auch recht, ne? Wissenschaftlerinnen, die vollkommen sozial inkompatible, verschrobene Persönlichkeiten sind. Das passt wieder zum einsamen Wolf, aber auch natürlich zum Besten der Besten, weil die werden ja auch gerade gerne so dargestellt, ne? Ja. So als besonders sozial inkompatibel. Denken wir an Sheldon Cooper. Ne? Es ist super, super problematisch eigentlich, oder? Also ich meine, man kann es ja auch so lesen, irgendwie, das ist sozusagen eine nette Darstellung sein soll von etwas, was gemeinhin eher als Defizit gilt oder so. Aber man kann es auch umgekehrt lesen, ne? Dass Leute, die total toxisch sind und wirklich Arschlöcher, ohne es sein zu müssen, weil niemand muss ein Arschloch sein letzten Endes oder sowas, als verschroben und interessant und ein bisschen anders dann durchgewunken werden, ja, weil sie dann auf eine Art diesem Klischee entsprechen. Ist es nicht so? Also, ja, und es schreckt ab. Leute, die mit so Menschen nicht umgehen können oder nicht umgehen wollen. Oder auch, also wenn ich das sehe, als das wird mir als das Bild von Forschenden gezeigt in Film und Fernsehen. Und ich suche nach Vorbildern und überlege, ist Forschung was für mich? Und ich sehe hauptsächlich Männer und dann sehe ich noch so vielleicht sozial inkompatible Menschen, dann schreckt das doch ab. Dann überlegen sich vielleicht Menschen anders, die eigentlich super Forschende wären, die denken, nee, da passe ich wohl doch nicht so rein. Ne, da bin ich vielleicht nicht der Typ Mensch, der da reinpasst. Und das finde ich dann so schade, ne? Und deswegen bin ich, also so kam ich auch in den Rant-Mode, weil ich so dachte, so klappt das nicht und wir sollten es auch so nicht darstellen, weil es ist falsch. Und Leute nehmen dieses Bild von Forschung, das sie aus Film und Fernsehen kennen, und wenden es auf reale Forschung an und fragen sich, warum wir in der Pandemie nicht nach 2 Monaten den Impfstoff hatten. Klar, klar. So, ne? Also. Genau. Warte, was habe ich denn als nächstes? Lass mich mal gucken. Ah, ja. Leute, ich lade euch ja gerne mal in mein Büro ein. An der TH Köln, ich bin in einem altehrwürdigen Gemäuer. Das ist korrekt. Es ist ein wunderschönes, altes Gebäude. Wunderschön. Aber glaubt jetzt nicht, dass da drin Marmorfußboden liegt in meinem Büro. Ja, also an meinem Arbeitsplatz an der Uni Mainz, da hat es reingeregnet. Das war ein 60er, 70er Jahre Plattenbau. Da lief das Wasser an den Wänden ständig runter. Ich hatte PVC, Fußbodenfliesen in Grau. Keine Schreibtische. IKEA-Möbeln kann man aber nicht denken, Claudia. Das muss Instagrammable sein, weil sonst ist es doch nicht gut. Ich habe aus meinen Büromöbeln an der TH Köln 2008 abgelaufenen Tippex rausgezogen. So, ich habe hier nochmal was von Aaron DC eingeblendet. Am Ende erzählt Claudia gleich noch, dass Wissenschaftler gar nicht so gut bezahlt sind, wie es in den Medien immer den Anschein hat. Ja, also ich beschwere mich nicht. Ich finde mich wunderbar und gut bezahlt. Aber ja, so, also man wird da jetzt nicht Millionär mit. So. Ja. Da muss man schon mehr machen. Das ist wie mit Politik. Wenn man nur Politik macht, wird man nicht reich. Also man muss schon noch Nebenjob machen.
Corona-Testzentren betreiben. Aber ich finde es halt in Filmen immer Wahnsinn, wenn die dann das wird natürlich dann immer Harvard und Yale und so gezeigt. Oder wenn man an Indiana Jones denkt, diese wunderschönen alten Hörsäle mit den großen alten Pulten aus altem Holz und so. Nee, Leute, klapprige Stühle wie in der Schule, paar Tische rein, Vorlesungssaal. Und mein Büro hat auch ganz alten Teppich und ich habe noch einen alten Schreibtisch, was ja auch alles völlig okay ist. Es ist ja nicht so, als bräuchte man da irgendwie so eine fancy Umgebung. Aber es stimmt halt einfach nicht, dass das überall so aussieht. Nee, ach guck mal hier, ja. Wollen noch keiner weiß, wo die Rohrleitung aktiviert. Also mein Büro hat eine Steckdose. Ich kenne übrigens die Variante auch nochmal in digital skeptisch, nämlich, passt auf, die Studierenden, die können ja nichts lernen, wenn sie nicht diesen altehrwürdigen Bonawachsgeruch von so einem ganz dollen alten Hörsaal mitbekommen. Das vermittelt sich ja gar nicht, wenn man da nur vorm Bildschirm sitzt. So oder so ähnlich habe ich auch gehört. Ja, kann man alles machen, gibt's alles. Ich sehe es mal positiv, ne? Immerhin. Ja, aber weißt du, wenn ich meinen Laptop ausstöpseln muss, um meinen Wasserkocher anzustöpseln, na egal. Wie geil. Wir müssen das kurz vorlesen. Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen gewinnen halt alle einen Nobelpreis. Zack, reich. So ist es. Ja, so machen wir das. Ah, ist es wunderbar. Ja, genau. Ja, ich finde schön, dass das hier related werden kann. Ich hoffe ja auch immer noch, dass man irgendwann mal sagt, nee, das ist gar nicht so. Also bestimmt gibt es auch Ausnahmen in Filmen, aber so gefühlt, ne, ist es, ja. Ja. Also ganz ehrlich, langsame Wissenschaft passt nicht in Hollywood-Plots. Entschuldigung, ich wollte dich nicht zum Verschlucken bringen. Also Wissenschaft muss ja schnell sein, damit sie so in den Flow von so einem Plot passt. Ne? Also, und dabei ist Wissenschaft ja das Gegenteil von schnell. Also auch wenn wir jetzt mal das Prokrastinieren abziehen, Forschende brauchen ja Deadlines, ne? Also schon vom Prinzip her, damit sie vorwärts kommen. Und Wissenschaft funktioniert ja unter Druck dann ein bisschen besser, wenn man so ein bisschen mit Deadlines arbeitet, aber an sich funktioniert es natürlich nicht besser, weil du machst ja nicht ein Experiment und sagst dann, ja, so ist es. Du musst das ja Experiment ja nochmal durchführen, du musst es ja reproduzieren, du musst es mehrfach validieren. Außerdem funktioniert dein Experiment nicht beim ersten Mal. Das funktioniert beim 1237. Mal. Und im Film wird das immer so dargestellt, ne? Star Trek, beste Beispiel immer dafür, so, ja, damit kann ich einen Impfstoff generieren. Und dann haben sie die theoretische Formel und dann hauen sie das direkt in den Hals rein und gut ist gelaufen. Nein, so. Nein. Einfach eine Slow-Food-Bewegung der Wissenschaft. Oh, das hast du schon gesagt. Ja. Wird das eine Top 10? Ja. Die ist nicht, also das ist tatsächlich, es ist nicht nach Rent-Faktor sortiert. Es ist einfach, es war so, wie es mir in den Kopf kam, notiert, muss ich sagen. Dafür machen wir nachher ein Voting und ihr könnt eure persönliche Lieblings. Genau. Ihr könnt wählen, was eure persönliche Nummer 1 ist. Also bei Mr. Boss war offensichtlich bisher Teil Nummer 6. Ja, aber das ist echt, ich glaube, das ist das größte Ding, finde ich so. Also auch für mich. Und ich denke mir manchmal, ist es wirklich so unmöglich, auch in Hollywood-Filmen vielleicht diese Langsamkeit mit einzubauen? Also kann man nicht so einen kleinen Zeitsprung einbauen? Das machen sie ja sonst auch für alle möglichen Sachen, oder? So einen Zeitsprung einbauen und sagen, okay, 3 Monate später, auch wenn das meistens bei den meisten Sachen nicht reichen würde, aber immerhin so ein bisschen. Ja, nein, okay. Aber ja, man kann natürlich die Krankheit da innerhalb von einem Tag heilen. Genauso wie man natürlich ein Virus in einem Tag schreiben kann, der bei Independence Day das Alienschiff infiziert, ne, ihr Programmierer? Das geht auch in einem Tag. Ich glaube, rant on, Claudia, rant on. Ja, ich glaube, dass
You can feel it. Ja, Nummer 7. Klappt immer. Da geht doch nie was falsch. Ja, geht da was schief. Wann habt ihr mal in einem Film gesehen, dass Forschende einen Heureka-Moment hatten, haben den Scheiß gemacht und es ging schief? Nee, ne? Gibt's nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Film mal passiert ist, dass es schief gegangen ist. Und sie wiederholen das Experiment, müssen es dann auch gar nicht erst wiederholen, weil es klappt ja beim ersten Mal. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es in der Wissenschaft jemals funktioniert hat, dass man irgendwas beim ersten Mal gemacht hat und es hat sofort genauso funktioniert, wie man dachte. Und niemand programmiert ein kompliziertes Programm runter und es läuft beim ersten Versuch. Ja, ja. Und selbst wenn es funktioniert, pass auf, und selbst wenn es funktioniert, gehen wir davon aus, es würde funktionieren. Beim ersten Mal würde das Experiment sofort funktionieren. Beim zweiten Mal geht es schief. Das ist immer so. Ja, also weil dieses klappt immer impliziert ja auch, dass Forschung und Wissenschaft und Experimente immer exakt sind. Weißt du? Also das impliziert ja auch, das Ergebnis ist immer das Richtige, was da beim ersten Mal rauskommt. Und dass das eigentlich gar nicht der Fall ist, sondern man das mehrfach validieren muss, bis man sich wirklich sicher sein kann, ne? Ist nicht so spannend. Das stimmt. Ich meine, Mr. Prosser hat natürlich recht. Es wird in keinem Film der Asteroid beim ersten Mal zerstört. Da brauchte es immer eine zweite Idee. Aber es ist diese Klick-Klack-Logik, nicht? Also das erste Mal geht schief, aber da kann man sich sicher sein. Da es ja diese smarten Wissenschaftler gibt mit weißen Kitteln und so, wird es beim zweiten Mal klappen. Das ist das Langweilige an dem Schema, ne? Also. Ja, okay. Ah, guck mal hier. Es gibt, glaube ich, Filme, in denen das schief geht. Jurassic Park. Ne? Da ist das Schiefgehen eigentlich der Plot, würde ich sagen. Also, oh, ihr habt so schöne Kommentare. Ich mag auch den hier. Wir machen Versuche. Da steckt Versuchen mit drin, sonst würde es ja Klapp heißen. Den kann ich noch nicht. Das ist ja wirklich ein Burner. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, das ist ein gutes Beispiel von Barris was right. Ja, ja. Aber fragen wir uns, ist das ein Erfolg oder ist das schiefgegangen? Das stimmt, dann ist das Schiefgehen ein Plot. Mhm. Ich glaube, das ist auch bei dem, also falls ihr es noch nicht wusstet, mein lieblingsschlechtester Wissenschaftsfilm aller Zeiten ist ja The Core, der Kern. da ist tatsächlich auch, also sind die natürlich nur auf dem Weg zum Erdkern, um ihn wieder in Gang zu bringen, weil ein anderes Experiment schiefgelaufen ist. Also da hat quasi da ist was schiefgelaufen, das ausgelöst. Das stimmt schon. Also vielleicht ist das nicht immer in Filmen so. Wird ein Forschungsstromformat. Wissenschaftstrash gucken gemeinsam. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann ein Abendfilm ist, aber The Core gucken, ich habe von dem Film mal gehört, ich habe es jetzt definitiv. Der ist so gut. Kennst du mein Gott, okay, das muss ich jetzt sagen. Meine Lieblingsstelle im Film, und ihr wisst, wenn das ist meine Lieblingsstelle im Film ist, wenn ich euch sage, es ist bei einer Stunde 33 in etwa. I just know. Da sitzen drei Männer, natürlich, im Erdkern, an so einem kleinen Schiff, mit dem sie sich in den Erdkern gebohrt haben. Und unter ihrem Arsch sind drei Atombomben, Atomsprengköpfe. Und sie überlegen, wie sie die jetzt platzieren, damit der Erdkern wieder in Gang kommt, weil natürlich ein bisschen was schiefgegangen ist beim Runterbohren. Und dann sitzt da dieser Wissenschaftler und sagt tatsächlich, beim Überlegen, wie er das jetzt macht, das Drehmoment ist R kreuz F. Studium, erstes Semester. Oh, okay. Der ja so schlecht ist, der Film. Ja, aber das The Day After ist ja für mich als Meteorologin auch ein wahrer Weltuntergang. Also, ja. Okay, komm, wir gehen zum nächsten Punkt. Ja. Die Rettung der Welt. Die Rettung der Welt, genau. Darum geht es nämlich eigentlich immer. Ne? Also ich glaube, wenn Wissenschaft besprochen wird oder wenn Wissenschaft Thema ist, geht es eigentlich
immer entweder wirklich um die Rettung von einem bestimmten Menschenleben, ne? Also um eine Einzelperson oder was ganz wichtig ist, wenn es das ist natürlich Medizin mit drin. Oder es geht eben um Katastrophen und um die Rettung der Welt oder wirklich, da hängt ganz, ganz viel ab von der Wissenschaft. Es ist nie so, dass Wissenschaft irgendwie gezeigt wird, wo einfach Leute halt so vor sich hin forschen und ihre Arbeit nachgehen, sondern sie werden ja gerufen, um die Welt zu retten. Und das ist halt irgendwie, ich finde das auch ein bisschen schwierig, weil das auch so ein bestimmtes Bild von, die Wissenschaft kann alles retten. Und wir sehen ja jetzt, naja, ja. Da müssen schon mehr Leute mitmachen, damit das funktioniert. So, ne? Also, ja, genau. Also ich finde immer dieses Bild, das da gezeigt wird, auch nicht richtig. Ja, es unterschlägt so viel. Nicht? Also als ob man das so auf Abruf dann dieses Weltretten hätte und als ob es immer unmittelbar auch darum gehen müsste oder so. Ja, genau, darum muss es gar nicht immer gehen. Es geht ja manchmal auch nur einfach um etwas besser zu verstehen, um das Wissen zu erweitern oder um Grundlagen zu liefern. Also es geht gar nicht immer darum, irgendwie die Welt zu retten. Vielleicht, also die meisten Forscher haben natürlich schon irgendwie so die Idee, sie wollen die Welt besser machen, aber so dieses Bild, das natürlich so völlig übertrieben dargestellt wird, ist eigentlich nicht der Fall. Ne? Ja. Okay, was haben wir noch auf Platz 9? Das kommt bei mir direkt nach Platz, also Nummer 6 ist Platz 1, aber ich glaube, wobei, 9 ist auch Universalgenie. Also ich bin Meteorologin und ich habe auch noch Informationswissenschaft studiert. Und ich würde sagen, auf beiden Gebieten kenne ich mich ganz gut aus, so grundlegend. Und das Thema meiner Promotion, da habe ich sehr vertieftes Wissen drin, das war auch so klein, dafür kann ich sehr viel davon. Aber konnte ich sehr viel davon, ich korrigiere. Aber wenn ich einen Film gucke und dann hat man da irgendwie, weiß ich nicht, eine Neurobiologin stehen, die irgendwas erklärt und dann fängt die an und codet auch noch wie eine Göttin und dann erklärt ihr irgendwie noch ein Mathematiker, mit welchen Formeln da jetzt irgendwie was gemacht wird und die versteht es auch sofort. Also da gibt es dann so eine Forschende, die kann immer alles oder einen Forscher, der kann alles. Also das ist einfach so ein... Klar. Ja. Ja, Universalgenies. Das ist, du hast dann einen Forschenden, der muss halt alles abdecken können. Und das ist irgendwie auch so eine komische Prämisse wieder. Das passt doch zu diesem Heldenverehrungsding oder so. Irgendwie passt es zu Nummer 4, möchte ich, glaube ich, einfach sagen. Es ist so nochmal eine andere Variante auf dieses, nein, nicht jeder. Jeder kann da was verstehen und was machen. Es bedarf schon eines besonders großen Gehirns und so. Und das ist so, das ist nicht nur eine Nebelwand, sondern es ist richtig schädlich und blöd und gemein eigentlich. Ja, und das ist wirklich was absolut nicht der Realität entspricht. Also wenn man Physiker ist oder wenn man Meteorologin ist, dann kennt man sich in dem Gebiet aus. Und ja, man hat ein bisschen was Angrenzendes auch gemacht. Ne? Also ich habe auch natürlich Mathe-Vorlesungen gehabt und so weiter. Und man versteht vielleicht ein bisschen was. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass man mich als Expertin für Psychologie heranziehen sollte oder gar medizinische Fragen. Just don't. Also ich kann das vielleicht besser nachvollziehen, wenn ich mir das anlese und sowas, dann hat man vielleicht besseres Grundverständnis von dem Wissenschaftswording und so weiter und von den Zahlen. Aber mein Lieblingsbeispiel ist Abby. Abby aus Navy CIS, wenn das ja, ja. Die ist ja Forensikerin, also eigentlich bedient sie da die schönen Automaten und das Massenspektrometer, Major Massenspektrometer. Und Fingerabdrücke und all sowas, also eher so diese forensischen Sachen, aber plötzlich ist die auch Hackerin. Ne? Also dann sichert sie die Daten und hackt sich in irgendwelche Computersysteme rein. So, Leute. Nee. Absolut. Ja. Aha. Und irgendwie auf den ersten Blick könnte man meinen, ja, es gibt tatsächlich immer mehr Spezialgebiete, die so auf der Kante zwischen zwei bisherigen Gebieten liegen oder so. Mhm. Aber das liegt ja nicht daran, dass es so viele Universalgenies gibt,
Und das liegt, glaube ich, daran, dass immer mehr Leute miteinander kollaborieren. Kann man sogar messen, dass es zum Beispiel mehr AutorInnenschaften gibt und so. Also ich meine, das ist so crazy, neue Quergebiete gibt oder so, hat viel damit zu tun, dass gerade Leute nicht alles im Kopf haben, aber dass sie neugierig genug sind, sich zu überlegen, glaube ich, ne, okay, versuchen wir es mal gemeinsam oder unser Wissen zu kombinieren. So ist es ja in Wirklichkeit eher, ne? Oder? Ich glaube, ja, und es ist ja auch, genau, und es ist auch in Wirklichkeit ja so, dass man selbst von seinem eigenen Fachgebiet, also von Meteorologie, wenn du mich fragst, was ich darüber weiß, naja, auch nur einen kleinen Teil, weil ich, klar, die Grundlagen und so habe ich ja im Studium gelernt, aber ich habe mich ja nur in einem Teil vertieft, das heißt, ich kenne das andere so oberflächlich, ne? Ja. Ah, genau, hier, genau, was Mr. Prosser sagt. Absolut. Es wäre für die gesamte Physik, ja, genau, da ist man Teilchenphysiker und soll dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, am Mikroskop noch... ein Rasterelektronenmikroskop bedienen. Also das finde ich auch total schädlich und kommt bei mir mit schnell wie der Wind, glaube ich, auf Platz 1 der, wenn es ein Ranking wäre, wären 9 und 6 auf Platz 1. Absolut. Gut. Dann kommt jetzt noch mein Platz 10, nein, so meine Nummer 10, die Mintisierung. Ah. Also da korrigiert mich, aber ich habe das Gefühl, wenn wir ForscherInnen sehen in Film und Fernsehen, dann sind es meistens Mintlerinnen, oder? Also dann haben wir... Ja, absolut, absolut. Also wenn man jetzt mal eher geisteswissenschaftliche Sachen sieht, dann sind es auch eher die Sachen, wo aktiv was passiert. So, also so Archäologie, wenn die draußen sind und es wird was ausgegraben, ja, das sieht man mal, aber nicht Sozialwissenschaften oder tatsächlich so psychologische Forschung oder Geisteswissenschaften, SprachwissenschaftlerInnen, ne, also. Eine coole Ausnahme fällt mir ein, aber es ist dann wirklich so eine ganz gegen den Strom, den du da zurecht nennst, nämlich dieser Science-Fiction-Film Arrival hieß der, glaube ich, wo eine ganz wichtige Rolle eine Sprachwissenschaftlerin spielt, die letzten Endes dem Ding auf die Schliche kommt, wie man sich verständigen kann mit den Aliens, die da auf einmal auf der Erde sind und damit dann verbunden eben nicht nur kommunizieren, sondern auch die denken. Da gibt es dann so Besonderheiten. Ich will euch die Spannung nicht nehmen. Es ist ein schöner Science-Fiction-Film übrigens. Mhm. Und das fällt aber aus dem Raster. Das ist selten, dass da eine Sprachwissenschaftlerin so eine entscheidende Rolle spielt. Ja. Okay. Ja, oh, Aaron. Das ist natürlich schade. Sind den Krimis eher die Opfer als die ErmittlerInnen, die GeisteswissenschaftlerInnen? Ja, das stimmt, da hast du recht. Wenn ich jetzt so an die Krimiserien denke, da werden dann doch eher, ne? Wobei, warte, ich habe noch eine Ausnahme. Hier, die Buchserie, die ich nicht leiden kann, weil der Autor so schlecht schreibt, Illuminati und so, Sakrileg. Dan Brown? Ist, ja. Genau, ist der Hauptcharakter da nicht Historiker? Da war was. Ja, oder so? Da war was. Mhm. Oh ja, das stimmt auch ein bisschen. Zu Nummer 10 muss Mensch aber auch sagen, wie im richtigen Leben, oder? Oh, sehr scharfsinnig, ja. Naja. Ja, das stimmt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass ja in den Medien auch eigentlich mehr die MINT-Dinge, ne? Und da frage ich mich manchmal, also mir fehlt es manchmal, aber das gilt sogar, ehrlich gesagt, für meinen KollegInnenkreis, die kritische Distanz zu so einer wissenschaftspolitischen Agenda, wenn dann auf einmal in aller Munde ist, wir müssen die jungen Leute dafür begeistern, MINT-Fächer zu studieren. Und ich frage, warum? Was ist das? Ich meine, das ist jetzt irgendwie so ein... Also, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage, aber mir kommt es so vor, dass es so eine Art standortpolitische Ansage ist, ey, wir brauchen auf dem Arbeitsmarkt mehr wirklich nützlichen akademischen Nachwuchs, das sind eher die MINT-Fächer, also überzeugt sie jetzt mal alle MINT-Fächer zu studieren oder sowas. Und das hat doch ansonsten überhaupt keinen Merit, oder? Also was soll das denn? Nee. Es macht vor allem... Also,
Ja, Leute, die eigentlich gerne MINT studieren würden und sich aber nicht trauen, weil sie sich nicht zutrauen. Ne? Also klar, die will man natürlich motivieren, aber es heißt ja nicht, dass das MINT jetzt die bessere Entscheidung wäre, als eine Geisteswissenschaft zu studieren. Das soll doch nicht passieren, sich da so gegeneinander auszuspielen. Ein gestalter fiktiver Professor an der Harvard University. Dort unterrichtet er religiöse Ikonologie und Symbolologie. Oh, das ist übrigens auch ein schönes Geisteswissenschaften-Klischee, oder? Das ist so esoterisches, schwammiges, kann man so oder auch so sehen. Nee, mhm. Leute, das ist nicht Geisteswissenschaft. Ihr habt es nicht begriffen. Ja. Oh. Es sei denn, das sind Profiler. Da hat Mr. Prosser recht, bei Criminal Minds, da hat man natürlich die eher so psychologisch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so wissenschaftliches Arbeiten ist, was die da so tun. Aber da kommt Psychologie mal anders vor, immerhin. Ja, das stimmt. Das finde ich auch noch einen schönen Hinweis. Die Digital Humanities werden immer größer und stärker vernetzt und auch sind auch sichtbarer. Das stimmt natürlich, ne? Noch nicht im Film und Fernsehen, aber zumindest... Ja. Ich meine, da muss man den Digital Humanities zugestehen, dass sie clever auf den Wandel reagieren und es gleichzeitig auch schaffen, es gut mit so einem schönen Label zu verkaufen oder so. Aber ich glaube, der große Trend ist trotzdem diese Mentisierung. Schönes Wort. Mhm. Ja, das wären meine 10 Punkte. Ich habe gesehen, JP hat noch eine Nummer 11 hinzugefügt. Der Universal-Tod-Dresscode ist ein Kittel. Passt zur Mintisierung. Genau. Das Symbolbild, ne, mit dem weißen Kittel und dann hat man noch so ein Röhrchen in der Hand und Reagenzglas mit einer Flüssigkeit und Start drauf und dann fällt einem die Lösung der Weltformel ein. Ja, that's not how it works. Ja. Das waren meine 10 Punkte. Danke. Sehr schön. Sehr schön so auseinander ziseliert. Ich meine, einige hängen dann so zusammen, aber es sind wirklich alles unterschiedliche Facetten. Absolut, ja. Spannend. Mhm. Ja, ich glaube, die kann man gar nicht so separat betrachten. Es ist halt ein Gesamtbild, aber... Mir fielen diese 10 Aspekte dann irgendwie, die konnte ich auseinanderziehen und konnte sie einzeln greifen. Ich glaube, es gibt bestimmt noch mehr. Also wenn ihr auch noch mehr habt oder so. Ich glaube, der Dresscode ist tatsächlich auch wirklich so ein Ding. Ne? Also wie jetzt auch die Optik von Forschenden ist. Ne? Also ob es jetzt hauptsächlich Männer sind oder mit verrückten Haaren oder mit Nerd-Shirt. Ne? Also, ja. Ja. Oh, jetzt fragt Barris, was right, machst du dann in der nächsten Folge Wissenschaft in Games? Ja, würde sicher analog auch was hergeben, ne? Gehe ich fest mal aus. Da müsste ich aber sehr viele Games spielen, die Wissenschaft enthalten. Aber weißt du, was ich tatsächlich demnächst gerne machen würde? Lambert, das kann ich dir schon mal sagen. Ich muss da mit Henning sprechen. Ja. Eine Studierende aus meinem Masterstudiengang hat für ihre Studierenden als Praxisprojekt einen Escape Room gebaut, einen digitalen Escape Room zum Thema Informationskompetenz. Also wie recherchiere ich richtig? Wie publiziere ich? Wie verwende ich Literaturverwaltungsprogramme? Wie verwende ich eigentlich eine Bibliothek? Sie hat einen Escape Room gebastelt und der ist schwer. Ich durfte mal so ein bisschen reinschnuppern, der ist schwer. Aber sie hätte sehr Lust darauf, dass wir den hier mal zocken. Aber ich habe schon gesagt, also ich würde den tatsächlich eigentlich gerne mit Bibliotheksmenschen zocken, weil wir einfach die Kompetenzpower haben. Der ist für 4 Leute ausgelegt. Da können wir mal gucken, ob wir da Lust zu hätten, so hier das zu machen. Also wäre so ein, wer mitspielen möchte. Ja, okay. Ich meine, klar, sich hier zum Affen zu machen, das gehört auf jeden Fall dazu. Im Zweifelsfall, ja. Aber wie gesagt, also ich finde genug Bibliotheksmenschen und vielleicht will ja auch jemand aus dem Chat mitmachen, dann vielleicht finde ich ja auch 3 andere, dann kannst du zugucken und darüber lachen, wie wir da ablusen. Und ich finde überhaupt das Konzept digitaler Escape Room interessant, habe ich noch nie gehört.
Obwohl, ach nee, doch, das, was du vorgespielt hattest, das war auch digitaler. Ja, nee, nicht so. Das war ja das ist ein Point and Click. Nee, ja, stimmt. Ja, eher Adventure-Elemente. Ja. Ja. Also ich finde es übrigens generell, nur mal so als Randnotiz, ein Phänomen, das ich für Corona super spannend finde, dass dass so Brettspielanbieter und Escape Room-Anbieter, die das ja im realen Leben Escape Rooms basteln. Das gab es früher schon online zum Klickern und dann haben da die Leute das ja offline gemacht und dass jetzt diese Unternehmen, die das offline gemacht haben, tatsächlich solche Sachen auf digital übersetzen. Also quasi vorher gab es das digital, dann hat man das Konzept für offline verwendet. Und jetzt sind genau die Anbieter, die das offline machen, machen daraus jetzt Online-Games. Und das ist eine ganz andere Denke, wie die rangehen, ein Escape Room zu basteln. Also als das, was ich gewohnt bin, als ein Escape Room aus der Gaming-Welt. Deswegen, glaube ich, wird der auch so spannend sein. Weil der ist auch von jemandem gemacht, der eigentlich jetzt nicht aus der Gaming-Welt kommt und da Escape Rooms kennt, sondern eher so aus dem, auf dem Offline-Leben. Das ist schon spannend. Ja, sehr interessant. Okay. Ja. Oh, hier wird noch diskutiert über Coding und oha. Ja, gut, okay, dass dieses Hacken oder so ein Film, dass es auch ein eigenes Thema ist, ja. Ist, ja, glaube ich, auch schon ganz gut behandelt worden hier und da. Ich komme mir auch bekannt vor, das Thema. Also ich glaube auch, wenn man in einem Fach Wissenschaftlerin ist oder Wissenschaftler und das Fach kommt vor in einem Film, also so wie ich super leide, wenn ich mir The Day After angucke und denke, nein, das ist nicht wie Wetter, nein, so. So geht es ja Informatikern, das kriegt man ja erste Hand mit, wenn sie irgendwie oder so Informatik in Filmen dargestellt sehen oder Codern, wenn sie da sehen, wie Leute coden, die dann so leiden und sagen, nein, da hackt der jetzt auf einem leeren IMAX. Das ist alles sehr, sehr schlimm. Und ich fürchte, bei den Wissenschaften, wo ich mich nicht so auskenne, kriege ich gar nicht mit, was da für ein Bullshit ist. Wenn ich doch bei mir sage, das ist irgendwas für ein Schwachsinn, dann muss das doch bei anderen Wissenschaften auch so sein. Ja, absolut, absolut, klar. Also teilweise denke ich mir, es sind auch so Sachen, wo man schon an so oberflächlichen Dingen erahnen kann. Ja, okay, das kann nicht gut sein. Ich weiß nicht genau, warum nicht, aber nee. Ja, aber ja. Jeder leidet da auf seine ganz spezifische Weise beim Gucken der Filme, je nachdem, was er sie für einen Hintergrund hat, ich denke auch. Ja, absolut, absolut. Ja. Ach Mensch, ja, das ist ja wirklich ein Volltreffer gewesen, war auch jetzt sehr angeregte Diskussionen die ganze Zeit im Chat. Ja, ne? Ja, fand ich auch sehr schön. Es kamen noch viele gute Beiträge zum Thema. Ich finde es gut, dass so viele relaten können. Ja. Ich, man kann es ja ruhig mal leaken, beziehungsweise ist gar kein Leak, sondern es war öffentlich im Twitter, in der Twitter-Konversation von Forschungsstrom, dass jemand, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer, jemand von unseren treuen Zuschauern vorschlug, irgendeinen Namen für Forschungsstrom, der was mit Wissenschaftskommunikation zu tun hat. Wie war das nochmal? Das hat JP, hat das. JP, hat das, ne? Ja, genau. Oh Gott, genau. Wie hieß das nochmal? Lass mich mal gerade kurz. Nicht mal aus dem Kopf. Hier, I got it, Sekunde. Er hat getwittert, Viscom mitreißend gestalten. Genau. Und ich fand es interessant, weil man könnte natürlich, also jetzt so als Meta-Überlegung zu Forschungsstrom, was ist das überhaupt, was wir hier immer machen, sagen, dass sich dieses Thema Wissenschaftskommunikation, also diese spezielle Meta-Ebene, auch ein bisschen durchzieht, oder? Zumindest sagen wir es immer mal wieder, also die Claudia, oder? Ja, absolut, das stimmt schon. Ja. Also wir machen Meta-Kommunikation, also Viscom über Viscom. Ja. Ja, ist gut beobachtet. Viscom zum Quadrat. Viscom zum Quadrat. Oh nein. Immer mehr Slogans. Ja. Aha. Manchmal ist aber auch eher Party angesagt.
Ich erinnere mich noch daran, wie eine Kollegin erzählt, dass sie mit ihren Eltern Hidden Figures geschaut hat und mega abgefeiert, dass sie besprochen Euler-Verfahren gerade ein paar Tage früher. Oh. Mega gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja. Ich muss sagen, Hidden Figures war auch von der wissenschaftlichen Seite her, fand ich jetzt gut gemacht. Ja. Sowieso einer meiner Lieblingswissenschaftsfilme, ne? Aber danke für den Einwurf, J.P. Thiele, weil dies, also sozusagen die Perlen interessanter oder angemessener Wissenschaftsdarstellung auch hervorzuheben. Ja, klar, warum nicht? Mhm. Ja, und die gibt es. Also die gibt es natürlich. Mhm. Ich hatte nur schlechte gerade auf dem Schirm. Ich hatte die schlechten überhaupt. So, ich wollte gerade mal schauen, ob ich jemanden finde, wo wir hin überleiten können gleich. Ja. Ich hatte nämlich noch überlegt, können wir überhaupt einen Termin suchen ohne Henning? Geht das? Lassen wir das? Ja, das ist nicht sehr nachhaltig, ne? Ja. Das geht doch schief. Okay, ich sehe hier einen, der Kontakt mit UFOs aufnehmen will. Beautiful Mind war auch nicht so schlecht. Das Drama dieser Person, nicht dieses Wirtschaftswissenschaftlers, da ich erinnere mich dunkel. Und wie ist es mit Good Will Hunting? Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr den mal gesehen? Oder ist das doof? Er ist mir nur sehr in Erinnerung als ein Wissenschaftler. Aber da ganz ehrlich, da bin ich auch bei beiden, also bei A Beautiful Mind und bei. Also Good Will Hunting ist es beides wieder so spezielle Typen, die sozial nicht so besonders kompatibel sind. Ah, okay. Hast recht. Und Männer. Ja. Und weiß. Ja, okay. Und auch wieder sehr einsam, ne? Ja, die einsamen Wölfe. Einsam und an ihrer Schlauigkeit verzweifeln. Das ist ja so schrecklich. Ja. Kein Mensch versteht mich, weil ich einfach zu. Und die sind auch die absoluten Überflieger, ne? Ist auch wieder. Ja. Nee, ja. Weißt du was? Du könntest einen Bechdel-Test für Wissenschaftsfilme machen. Oh mein Gott. Da musst du sagen, wiederholen Sie das Experiment. Ja, genau. Ist der Wissenschaftler sozial kompetent? Das sind einfache Tests, die man machen kann, ne? Ja. Verrückt. Oh Gott, was gibt es denn da heute für komische Videos? Herrje, wo kann ich denn hier mal auf Deutsch eingrenzen? Da. Haben wir denn hier heute? Wir könnten tatsächlich jetzt rüber zu Mümmelmonster TV gehen, da können wir den Hasen zugucken oder wir raiden rüber zu den Ottern. Ne? Also es ist ja alles möglich. Komm, wir geben uns die Niedlichkeitskante hier. Ja, komm, wir geben uns die Niedlichkeitskante. Ich würde es fast auch, weil ich finde es eigentlich, es ist so schön. Ja, die Otter sind hier auch in den Kommentaren gerade klar favorisiert. Alles klar, die Otter werden favorisiert. Dann machen wir die Otter. Leute. Then we will do the otters. Okay, ja, dann kriegt ihr den Termin quasi irgendwie morgen, übermorgen oder so. Gucken wir mal, wann wir den nächsten Termin haben. Der wird dann getwittert. Könnt ihr es euch dann eintragen? Noch abschließende Literaturempfehlung von J.P. Thiele will ich euch nicht vorenthalten. Oh, das ist ja super. Rudolf Inderst? Oder? Ich weiß mal nicht. Kann den Link hier nicht anklicken. Ja, das ist ein bisschen blöd. Wir können hier die Links nicht markieren und rauskopieren. Das ist auch irgendwie ein bisschen schade. Also ich habe es noch nicht entdeckt. Das ist ein kleiner Fail in der... Ja. Das könnte man mal noch anmerken an die Software, dass sie das ändern sollen. Wissenschaft und Technologie in digitalen Spielen. Okay. Ja, jedenfalls toll. Ich meine, es ist uns auch ohne Henning halbwegs, es ist nicht das Gleiche, aber halbwegs gelungen, hier die Zeit rumzubringen. Ja, das stimmt. Oh Gott, wir haben auch viel Zeit schon. Aber guck mal, wir haben tatsächlich 10:55. Also von daher, ne? Unfasslich mal wieder, ja, ich weiß auch nicht. Es war toll, dass ihr dabei wart und so viel mitdiskutiert habt, ne? Zeigen wir zum Abschluss nochmal einen Certain Degree of Flexibility, weil es so schön war. Meinst du, sollen wir das tun? Ist das nicht vielleicht ein bisschen peinlich? Naja, gut. Ich fühle mich gerade so danach. Also kennst du die Standardübung, ist doch immer so den Arm hinter den Rücken und das da? Ja. Wie das jetzt?
Das knackt doch am Ende alles nur, dann gehen wir nur kaputt. Das sollten wir besser nicht machen, oder? Was ist ein Arm? Was? Nee, ja, ich, ja, genau. Ja, siehst du, genau, es knackt dann alles. Das ist nicht gut. Nee, lassen wir besser. Okay. Ja, es war wunderschön, dann mal mit dir zu zweit. Und wir sagen jetzt einmal Tschüss an euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal an irgendeinem Donnerstag. Ja. In den nächsten Wochen. Mit Sicherheit. Bleiben Sie auf diesem Kanal eingeschaltet, sozusagen. Okay. So, dann bleib du einfach aus dem Stream removed, aber hier drin. Wir sehen uns gleich nochmal. Ne? Aber für euch gute Nacht und auf Wiedersehen. Tschüss.